Moin Leute, herzlich willkommen zurück. Da unten muss man hin. Also am Fuße dieser Treppe. Und wir sind jetzt von oben schon runtergesprungen. Gesprochen mit den Homies hatten wir ja schon. Das heißt, ja, wir fliegen jetzt mit Bitman da mal hin. Und Körper und Geist bilden eine Einheit. Meine Klinge teilt sie. Ist das nicht eine Gemeinheit? Nichts wie rein da. Das hat offensichtlich nicht so geklappt. Nichts wie rein da, wollte ich sagen. Okay. Guck mal da. Glipper. Okay, wenn das da oben der Grundwasserspiegel ist, sind wir jetzt aber spätestens unterseelisch. Das würde ich auch so sehen. Von da oben sind wir reingefallen, genau wie alle anderen, und die sind hier. Und ich bin gespannt, was jetzt passiert. Aber da verstehe ich nicht, warum man da oben stirbt, wenn man da reinfällt. Das ist entweder eine Falle oder der Drache ist zum Äußersten entschlossen. Gleichgültig. Trahan ist hier. Und selbst wenn er nur ein Köder ist, wird er uns doch zum Ordomos führen. Ihr habt es bis hierher geschafft. Seid ihr bereit für den letzten Vorstoß? Ja. Ich werde nie ein Sklave des Drachen sein. Wir haben Gesellschaft. Was? Oh, Tatsache. Hallo. So, Braham, zeig den Leuten... Seid ihr bereit für den totalen Krieg? Nein, Quatsch. Braham soll den Leuten den Streitkrumm zeigen. Eine Goebbels, die gerade hier bringt. Das ist vollkommen blöd. Aber das war das, was sie da gerade gesagt hatten. Nein, hat sie nicht gesagt. So. Das sieht doch nicht so aus, als wären die hier. Als wären die hier zu einem entschlossen. Die sind einfach nur zur Schlachtbank geführt worden. Dann mal los. Bleibt nah bei mir. Wir wissen nicht, was da unten lauert. Okay, Finnet Traherne. Geile Mucke im Hintergrund. Ich verstehe nicht, warum du Braham nicht magst. Er gibt sich doch sehr viel Mühe. Hoppla. Braham ist wie ein dummer Schüler. Der gibt sich vielleicht sehr viel Mühe, aber das macht ihn offen gesagt wirklich nicht schlauer. Zum Glück ist Pliny ein schlauer Schüler. Klar, Snuff-Preisgewinner und so. Oh oh. Sie kann sich nur nicht gut aus Sachen raushalten, die sie nichts angehen. Was ist denn das? Knochenbrecher. Oh, bricht Knochen. Schleudert zu Boden. Anfällig für Kontrolle. Ja, das ist doch mal was. Komm her. Zack. Und God Control. Bams. Ja, dann kriegt er doch hier einen mit dem Hammer gesmackt. So. Da sind ganz viele Kreise auf dem Boden, wo du stehst, ne? Ja, ich bin Wächter. Ich wollte es nur gesagt haben. Braham ist, glaube ich, auch Wächter. Huch, oh. Was ist er denn? Ein dicker Roller. Kommt noch einer vorbei, ein Steinkopf. Okay, aber erstmal den Knochenbrecher. So, das war's jetzt aber. Tschüss, Mann. Und jetzt kommt der Steinkopf dran. Au. Oh. Das heißt, ich laufe dem Steinkopf jetzt immer wieder hinterher, während er von A nach B rennt, ja. Und mich durch die Gegend schleudert. Verfehlt. Au. Oh. Na gut, ich mach... Ja, das hattest du dir wohl nicht so gedacht. Ja, möchte ich mal sehen, wie du mich jetzt umwerfen möchtest. Patsch. Au. Oh. So, machen wir hier so einen Zauberkreis. Das ist ein Veteran, für den man wieder keine Erfahrung bekommt. Ja. Au. Oh. Brauchst du einen Zauberkreis? Hier hast du einen. So, perfekt. Weiter geht's. Komischer Steinkopf. Was will der denn von mir? Außerdem will ich nur mit Mordromoth reden. Wir können sicherlich einen Weg finden, einen Kompromiss finden. Ja. Hey, da hinten ist Traherne. Da ist er. Marschall Traherne. Könnt ihr mich hören? Ja, er sieht schon böse aus. Ich glaube, du triggerst nur noch mehr Ungeziefer. Marschall Traherne sieht, klick ihn mal an, er sieht schon ein bisschen versehrt aus im Gesicht. Ich kann ihn gerade nicht anklicken. Hä? Wieso bin ich der Einzige hier? Wo bist du denn hin? Ja, ich habe hier hinten ein Problem. Mit was? Hä? Wieso bist du schon wieder tot? Oh ja, verstehe ich nicht. Ich bin einfach durchgerannt und habe die ganze Scheiße stehen lassen. Ja, klar. Nachdem ich jetzt dreimal schon festgestellt habe, dass das nicht klappen kann. Wieso? Das nächste Ziel ist doch, sprecht mit Traherne und nicht haltet euch mit den doofen Mordrumpfischlern auf. Also, ich gehe weiter. Was soll passieren? Aber deine Leute kommen nicht mit. Ist doch scheißegal. Die werden hinterher gebeamt. So. Kommandeur. Der Pakt. Ist der... Er ist auch viel größer. Fast ausgelöscht, Marshall. Aber meine Leute und ich bringen das zu Ende. Ja, sieht ein bisschen ist zu spät. Und ist größer. Ich weiß.
Ich bin jetzt Teil des Dschungeldrachen. Er ist überall. Mit Traherne, lass mal nicht so die Schultern an den Kopf hängen. Nein, so kommt man ihm nicht bei. Es wächst alles nach. Seine Wurzeln sind zu weit vorgedrungen, reichen zu tief. Dann zerstören wir eben die Wurzel. Sie haben zu tief geschürft. Geist. Die stärksten Angriffe kommen von seinem Geist, aus dem Traum. Das ist unser Ziel. Vernünftige Strategie, Kommandeur. Den Spieß umdrehen und den Drachen angreifen, so wie er uns angegriffen hat. Brillant. So, rede ich doch mal mit Traherne. Man braucht keinen Übersetzer, um zu verstehen, dass dem Drachen dieser Gedanke nicht behagt. Okay. Ja, zielt auf das Herz des Drachen durch den Traum. Das könnte gehen. Und meine Verbindung bietet euch den Zugang, den ihr braucht. Die Rata Novana meinten, jeder Altdrache habe eine Schwachstelle. Mordremos haben wir gerade gefunden. Das haben sie aber auch bei Kralkatorik versucht, den Geist sozusagen von ihm zu beherrschen. Ich kann den Pfad in den Traum öffnen. In Mordremos Geist. Eure Geister werden sich auf die Reise begeben. Doch eure Körper bleiben hier. Ach nee, lieber nicht. Ich habe in letzter Zeit genug metaphysische Landschaften gesehen. Ich bleibe zurück und halte die Mordrem im Schach. Ich auch. Wenn etwas schief geht oder Traherne nicht ist, was er zu sein scheint, stehe ich bereit. Dann müsste doch einfach hier nur mal so eine... Gehen rein, drei bleiben draußen. So eine, müsste doch einfach nur mal so eine Ranke auf einen rauffallen lassen. Okay, wen wollen wir mitnehmen? Also ich bin dafür, wir nehmen... Himpeline mit, ja. Das ist ein guter Plan. Caith nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Komm her, Caith. Ihr mögt mir nicht trauen. Doch! Ich lasse nicht zu, dass noch mehr Silvari werden wie Faulein. Lieber den Tod für mein Volk als das. Ja, du kommst trotzdem mit. Komm jetzt her, Caith. So. Also, ihr braucht mich. Ich glaube, außer euch und Rutlock bin ich die Einzige, die hier einen Altdrachen besiegt hat. Ganz genau. Nach Ehr und Faulein, ihr mögt an meinen Worten zweifeln, aber bezweifelt niemals, dass ich den Dschungeldrachen tot sehen will. Ich glaube euch, deswegen seid ihr auch dabei. Ich weiß nicht, ob wir einen Silvari mitnehmen sollten. Sie ist Erstgeborene. Natürlich. So, Kana. Ich bin stark genug, um so weit zu kommen. Lass mich jetzt nicht im Stich. Meine Mutter hat Gerechtigkeit verdient. Und ich eine Chance dafür zu sorgen, dass sie sie bekommt. Ja, wir nehmen natürlich Braham mit seinem Streitkolben. Ich will Rache, aber nicht nur Rache. Meine Mutter hat ihr ganzes Leben lang versucht, die Norn zur Gegenwehr gegen die Altdrachen zu inspirieren. Jetzt ja, ist das meine Aufgabe. Lasst mich euch helfen. Ja, ja, los. Na schön. Aber sterbt mir ja nicht da drin. Sonst wäre eine ansonsten noble Geste Makulatur. So, da haben wir doch unser spitzenmäßiges Team dabei. So, Traherne. Ab in den Traum, oder was? Ab in den Traherne, meinst du? Mhm. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Ich bin überall. Ich bin alles. Nur in eurem Geist. Und euer Geist wird zu Asche zerfallen sein, wenn ich mit euch fertig bin. Tapfere Worte, aber leere Worte. Tja, wollen wir doch mal hoffen, dass wir einen höheren Intelligenzmodifikator haben als er. Als Fehlschlag. Gefallen. Vergessen und fern der Heimat. Ich habe es satt, diese Lügen zu hören. Ihr seid nicht meine Mutter. Ihr seid Mordremos Spielzeug. Alter, wir sind voll auf Drogen hier. Huch. Vermoderte Eyas de Galken. Und vermoderter Garm. Den hauen wir dann zuerst um. Ist mir wurscht. Oh, lass mal Garm machen. Ich erwische sie nicht. Sie ist zu schnell. Und
euch auf Gas. Glaubt mir, wenn ihr widersprecht, kommt sie gerade. Eine Sekunde lang nicht aufgepasst. Fällt da von oben einfach Scheiße runter. Ja, ich kann dich auch nicht resen. Ich hab's versucht. Ja. Jetzt können wir mal sehen, was passiert, wenn man stirbt. So, ja, ich war von meinen Tasten abgerutscht. Ich kann da nicht runter. Sehen wir mal, was sie macht. Ich kann da nicht runter. Okay, diesmal bin ich im Spectator-Modus. Erledigt sie. Okay. Wieso kann ich da nicht runterspringen? Es ist doch schon wieder so dumm. Nein, Birdman, du kannst da nicht rüber. Du bist zu blöd dafür. Währenddessen macht Tempelina tödlichen Schaden. Ich gebe mir Mühe. Vorsicht! Garm ist wieder auf den Beinen. Ach, da musst du, so läuft es hier. Mhm. Na dann, also ich kann das von hier oben aus der Spectator Perspektive sehen. Eyas the Gaiken. Oh, jojo, das musst du 5-mal machen oder so. Ja, weil ich alleine bin. Währenddessen, ja, sonst auch. Springt an, jault und ist wiederbelebbar. Das ist ja günstig für ihn. Also macht er das gleiche bei mir, wie das bei dir gemacht hat. Ja, das wäre nicht so schlimm. Ich habe nur vergessen, mich einmal zu rollen, wenn ich auf den Fall. Kannst du einfach vorweglaufen. Ja, aber ich habe ja Garm gehauen. Wie gesagt, ich sag ja, im Nahkampf bist du immer angeschmiert hier. Du bist eher so ein bisschen betriebsblind. Das sowieso. Rote Kreise finde ich auch grundsätzlich für Rot-Grün-Schwäche nicht. Die sind aber gelb, die Kreise. Oh ja, nein. Die sind auf jeden Fall rot. Die sind gelb. Braham kämpft auch gar nicht mit. Aber Hempeline macht das. Ihr gutes Movement und so hat Garm schon wieder auf unter 50% gebracht. Doch jetzt lädt er einen Schuss so auf einfach. Und schießt auf Hempeline. Doch Hempeline konnte ausweichen. Hempeline. Uiuiui. Hat fast wieder einen Schuss abbekommen. Und Braham stellt sich immer dazwischen. Oder so. Ist sie denn jetzt unverwundbar? Nee, Gebietsblockade belebt Garm wieder, hat vermoderte Eier. Okay. Garm ist fast down. Er hat noch so 5%. Er ist jetzt direkt hinter dir. Gott sei Dank kommt er auch zu dir und will dich anspringen. Und Garm ist down. So, wo ist sie? Da. Eya. Mit rot. Mit leuchtenden Äuglein. Nicht unbedingt rot. Gerade belebt sie ihn wieder, nehme ich an. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Jetzt hat sie noch 60. Ich denke, gleich wird es nicht mehr weitergehen. Jetzt hat sie, naja, vielleicht noch so 50%. Er hat sie gar nicht zu Ende gerest. Das ist so. Sie hat geschummelt. Vorsicht, da kommt ein Pfeil. Das war knapp. Währenddessen, Hempeline läuft wieder auf den vermoderten Garm zu. Wird sie es schaffen? Oder wird Whitman es irgendwie schaffen, diesen lächerlich hohen Zaun zu überwinden? Er probiert alles, doch eine unsichtbare Wand hält ihn zurück. Gefangen in der Vision des Drachen hat er einfach nicht die Balls, um da wieder runterzuspringen. Es geht nicht. Whitman weiß nicht, was er tun soll. Da fängt er an, ein Hempeline-Gedicht vorzutragen. Immer eine gute Idee, sagt er sich da. Leute, kennt ihr Hempeline? Die ist eine flotte Biene. Farbenfroh und kunterbunt. Macht sie jeden Gegner rund, in diesem Falle Garm. Dafür nutzt sie tolle Sachen, schlaue Sprüche und ein Lachen. Alle wollen ihren Hut. Sie verteidigt ihn mit Mut. Und sie liebt das Rumgeballer mit dem legendären Knaller. Bei Gefahr ein Elixier, wird dadurch noch kleiner schier. Hempeline wird noch schärfer, nutzt sie jetzt ihren Flammenwerfer. Der ist heiß und sie ist cool. Das haut einen glatt vom Stuhl. Sie hat alles gemacht. Ja, warte. Sie kann laufen. Nee, Moment. Doch, laufen, rollen, springen und dabei noch Lieder singen. Und mit Bip, wenn's ihr gefällt, rettet sie auch noch die Welt. Allerdings ist Bip im Augenblick Spectator. So, nach diesem glorreichen Gedicht habe ich hoffentlich ein bisschen Zeit überbrückt. Eyas the Gaiken. Sieht aber so aus, als bräuchte sie noch 2 Turnarounds, damit das funktioniert.
Wenn sie ihren fiesen Angriff macht, dann kann man zu ihr hinrennen und sie auch treffen. Ach so. Ja, also ich wollte ja nur mal sagen, ne, also das hat sich Bitman gerade ganz spontan ausgedacht. Eine kleine Impro. Ja, nicht schlecht. Impeline hört natürlich immer sehr gerne Lobgesänge auf sie. Ja, klar. Also irgendwas muss man ja auch machen. Also Bitman sieht es auf jeden Fall so. Gut, dass der Part dadurch nicht unnötig in die Länge gezogen wird, aber ich meine, klar, du machst die Instanz hier sonst wahrscheinlich auch alleine. Und dann... Ja, aber du hast ja schon gut mit dem Flammenwerfer, machst du ja immerhin ganz ordentlichen Schaden. Okay, Garm hat jetzt nur noch so 10%. Mal gucken. Bip guckt sich mal auf der anderen Seite um. Vielleicht kann er ja hier irgendwie raus. Das wäre doch der Knüller. Finde den geheimen Ausgang. Ich finde, Braham könnte auch mal was machen. Finde den geheimen Ausgang durch die Ranken. Ja, von da oben könnte ich vielleicht rüberfliegen. So. Hui, nein. Es ist echt zum Kotzen. Hier ist eine unsichtbare Wand. Braham macht doch bestimmt was. Jetzt kloppt er mit seinem Streitkolben mal drauf. Ja. Okay, währenddessen kann Bitman ja mal ein bisschen in sein Inventar gucken. Okay, es ist schon sehr voll. Vielleicht sollte ich es doch nicht machen. Keine so besonders schlaue Idee. Habe ich noch irgendwas, was ich essen kann? Hier so ein Pfefferminzöl. Mhm. Da oben so ein Kürbiskeks. Huch, das war nicht so schlau. Zurückverwandeln. Okay, Verbrauchstoff und was für Verbrauchstoff. Und dann kann ich mir noch so einen Wetzschädel holen. Geil. Perfekt. Und eine kristalline Nougatbrocken. Zack. Ach, da geht nur entweder oder. Was ist denn besser? Wiederbeleben. Ghoulgriff. Wir Blatt 10 für Erfahrung. So, wird schon schief gehen. Währenddessen. Erste Geikin macht da unten ihr letztes bisschen. Haben wir noch jemanden an den Altdrachen verloren? Bitte ja, nicht. Doch, wir haben noch irgendwie verloren, oder? Weiß ich nicht. Belinda können wir noch treffen, aber wir haben ja Marjorie nicht mitgenommen. Und Kashmir auch nicht. Und wo ist Kaith eigentlich? Mal nur so eine Frage. Keinem ist aufgefallen, dass sie gar nicht da ist. Wäre ja auch lustig gewesen, wenn wir hier wenn wir hier Karnach mitgenommen hätten und Kaith, dann wäre keiner da, weil die einfach gleich im Drachentraum abgecasht worden wären. So, wunderbar, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Na bitte. Sieht normal aus. Ist das wieder ein Trick? Seht doch, ein Riss hat sich geöffnet. Vielleicht können wir Mordremos Illusion jetzt vernichten. Vergrößern wir ihn. Je weiter wir diesen Albtraum aufbrechen, desto schwächer wird Mordremos. Ich werde mal den Riss aktivieren. Yeah! Hab's! Jetzt ist der Riss weg. Kommandeur, ganz zum Schluss, da schien sie wieder sie selbst zu sein. Weil wir Mordremos Illusionen bezwungen hatten. Und die echte R wäre stolz darauf, wie ihr euch geschlagen habt. Sehr gut. Hoffentlich macht Mordremos jetzt nicht den nächsten Gang auf. Hä? Achso. Da wachsen ja auch Blumen. Da! Wie kommt die denn hierher? Ja, nice. Die wurde doch auch angegriffen. Süßes, trauriges, einsames Kind. Die musste man aber treffen, ne? Man konnte nur drei Leute mitnehmen und entweder würde hier Kaith oder Karnach stehen. Mordremos hören die Silvari auf zu existieren. Ja. Das glaube ich nicht. Der Drache hat uns erschaffen. Er erhält uns. Er macht uns aus. Ohne ihn welken wir dahin und sterben. Ich muss Mordremos Einfluss auf uns ein Ende machen. Er will keine Soldaten. Er will willenlose Leibeigene. Ihr kämpft für natürliche Harmonie und die Zukunft eurer Familie. Aber ohne Mordremos gibt es keins von beidem. Und trotzdem kämpfe ich weiter. Lieber bin ich tot oder gar nichts, als dass ich werde, was Mordremos aus uns machen will. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass das Bildmann nicht wieder zum Ringangriffe. Das finde ich ja schon mal wieder stark. Achtung, die verschießt solche Bällchen. Ja, da
welche mit dem Hörnchen vielleicht. Na gut, aber der, also im Augenblick sieht das aus, als würde das ein bisschen schneller gehen hier. Ruft irgendwas herbei. Du stehst da in ganz vielen roten Kreisen. Die macht da halt um sich herum immer mit. Jetzt, warte. Jetzt macht sie irgendwas anderes. Jetzt ist erstmal eine... Okay. Folterscherge der Erstgeborenen. Die sollten wir, glaube ich, kaputt machen, bevor sie ankommen. Nicht, dass die sich damit heilt oder solche Scherze. Ja, dann tu was. Ja, tu ich doch gerade. Nein! Sie haben sich selbst geopfert, um sie stärker zu machen. Das ist nicht real. Morgrimmon ist es, der stärker wird. Und das müssen wir verhindern. Das ist nicht real. Es kommt mir aber sehr real vor. Au. Das ist so ein Hin- und Hergerenne hier. Der Ring wird immer größer. Das sollte uns ja nicht stören, wir stehen ja drin. So, geblockt. Jetzt ist der Ring wieder dran. Achso, jetzt kommt er sozusagen zurück, oder was? Nee, jetzt. Er fängt immer von innen an und geht nach außen. Okay, ja, der ist irgendwie... Irgendwie kann der blasse Baum gerade noch nicht so viel. Fängt er wieder an. Oh, da kommen sie wieder, ne? Ja. Ist bestimmt ein Erfolg, keinen durchzulassen. Ja, mag sein. Ich versuche auch möglichst wenig durchzulassen. Drück sie weg, tu irgendwas. Ja, ich glaube einer oder zwei sind durchgekommen, ne? Ich glaube, es sind mehr gewesen. Ne, sie hatte eben zwei solche Stacks drauf auf ihr. Okay. Und beim ersten Mal hatte sie vier drauf. Und sie ist natürlich geheilt. Also ein bisschen, ne? Sie hebt einen auch mal so lustig hoch, wenn man drin steht im Kreis. Verschießt Laser. Ruft irgendwas herbei. Whipman hat sich auch erstmal außer Gefecht gesetzt. So, aber das funktioniert doch hier schon mal ein bisschen besser als gegen die, Oh. Die Dinger kommen wieder. Ja. Bin schon unterwegs. Man braucht drei Schläge. Oh, ich bin umgekippt. Was? Guck mir das nicht an. Nee, Case belegt mich wieder. Hilfe, hier, hallo! Sie ist unverwundbar. Ich war gar nicht gut, warum ist sie jetzt unverwundbar? Ist nicht. Jetzt nicht mehr. Zack, ausgewichen. Das macht sie immer gleich zwei Kreise. So, oh, schön. Da kommen sie schon wieder, die Viecher. Ja, macht nichts, oder? Heilen sie die? Ja, ein bisschen. Echt? Das wäre jetzt doof. Ja, dann müssen wir... müssen wir sie halt schneller tothauen, als sie wieder was drauf bekommt. Sie hat vier solche komischen Folgerschergen der Erstgeborenen auf sich drauf gehabt eben gerade. Schön ist, dass Case einen immer wieder belebt. Ja, finde ich auch mal sehr dankenswert. Jetzt dreht sie nämlich doch ein bisschen am Rad, finde ich. Ja. Es ist einfach nur noch ignorieren Scheiß außen rum herum und einfach draufkloppen. Autsch. Nicht nur du, ich bin auch down. Wieso auch? Achso, du bist nicht down. Okay. Nein, ich bin ganz down. Greif sie an, ja. Die hat doch gar nichts mehr. Der ist doch schon der Riss. Achso. Okay. Das macht Kay. Wenn ihr meint. Aber ich ist okay, bin die wichtigsten Aufgaben überlässt du deinen Handlern. Vielleicht wird Kay ja auch der neue blasse Baum. Falls der nicht zu retten ist hier. Der hier. Wie es auch aussah. Ja, ich aktiviere den Riss auch gern nochmal. Schlurp dich da rein. Heute noch. Rein mit dir, du. Die so. Ist zu dick. Nein, Case hat aufgehört, mich wieder zu beleben. Das ist es, was der blasse Baum gewesen wäre. Guck, die macht das nur mit was dir zusammen. Wäre, Unverschämtheit. Dumme Kuh. Dreh dich gut, alles gut. Ich hatte recht. Lieber keine Zukunft als diese. Ich muss es zu Ende bringen. So oder so. Mordremos muss sterben.
Das höre ich gern. Aber das müsstet ihr auch beweisen. Ja, streich das, was Bookman sagt. In der Zwischenzeit werde ich meinen Teil beitragen. Mordremos scheint seine Illusionen angesichts solch erbitterten Widerstands nicht aufrechterhalten zu können. Er wird schwächer, wenn er die Gedankenwelt nicht mehr. So, dann töten wir den Drachen nicht, sondern machen ihn nur so ein Brain Freeze, dass er da irgendwo rumliegt und rummodert ohne Gehirn. Ist ja schlimmer als der Tod. Mordremos Illusionen, das ist grausam. Bis er wach genug ist und wir ihn töten können. Wenn ihr wollt, dann folgt mir. Okay, wen konnte man noch mitnehmen? Kanach und. Ja, das war's. Marjorie. Nee, Marjorie blieb draußen. Aber die hatte so einen Stern. Das Glücksgefühl, etwas Neues zu entdecken.